Champions League, dritter Spieltag mit unseren Tipps zum Dienstag. Genau, und bei Leipzig geht es um alles im Spiel in Paris und Dortmund, Ajax Amsterdam, das Spitzenspiel um Tabellenplatz 1. Und wir fangen auch gleich in der Dortmund-Gruppe an. Dort empfängt Beşiktaş Istanbul Sporting Lissabon. Und diese beiden Teams sind ja so, wie du gesagt hast, eher die, denen man jetzt nicht mehr so viel zutraut. Vor allem Beşiktaş beide Spiele verloren. Sporting auch nur noch ein bisschen höher gegen Ajax. Gegen Dortmund haben sie ein bisschen besser mitgehalten. Im Endeffekt treffen da jetzt eben die zwei aufeinander, die vielleicht die Europa League Qualifikation dann untereinander ausmachen müssen. Mehr wird fast nicht drin sein, dafür sind die anderen einfach zu stark. Und was anderes als ein Unentschieden macht hier überhaupt keinen Sinn. Außer man sagt, Beşiktaş hat ein bisschen den Heimvorteil und die höhere Quote ist ein Coinflip. Deswegen wie immer ein Unentschieden. Ja, vor allem kann man ja dieses Spiel oder diese Paarung als K.O.-Spiel sehen, mit Hin- und Rückspiel. Sie spielen ja jetzt erst in Istanbul und dann in Lissabon. Und der Gewinner dieser beiden Duelle wird aus meiner Sicht im Europapokal sein. Also klar kann man mal gegen Dortmund und Amsterdam dann punkten, aber wenn hier einer den direkten Vergleich gewinnt, dürfte er weiterkommen. Was noch für das Unentschieden spricht, habe hier noch eine interessante Statistik gelesen. Beşiktaş hat noch nie gegen ein portugiesisches Team daheim gewonnen. Und auf der anderen Seite hat noch nie Lissabon, also Sporting Lissabon, gegen ein türkisches Team auswärts gewonnen. Von daher, es kann ja nur unentschieden ausgehen. Ja, oder eben Asian Handicap 0 auf Beşiktaş, kriegt man auch noch eine gute Zweierquote. Mei, dann muss man halt Daumen drücken, dass die vielleicht den Heimvorteil besser nutzen. Brügge empfängt Manchester City und dass er Brügge hier so eine Art Überraschungsmannschaft ist, weil sie ja ein Unentschieden herausgeholt haben gegen Paris Saint-Germain. Da dachte man, ja, Eintagsfliege, who the fuck ist Brügge? Und dann gewinnen die in Leipzig mit 2:1 und war Leipzig so schwach? Glaube ich nicht mal, aber ich denke, dass Brügge durch diese zwei Ergebnisse jetzt ja fast schon hier mit Manchester City um den Gruppensieg in dieser Gruppe konkurrieren kann. Ernsthaft gesprochen kann einem Hans van Aken und seinen Jungs das fast keiner zutrauen, dass sie jetzt hier gegen Manchester City die dritte Überraschung landen. Aber natürlich brauchst du auch nicht auf Manchester City gehen bei einer 1,3, wobei wir da auch schon überlegt hatten manchmal, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, wenn so ein übermächtiger Gegner gegen einen vielleicht zweitklassigen Gegner spielt. Aber ja, ein Asian Handicap auf Brügge, das können dann Hardcore-Belgier machen und das ist nicht so mein Ding. Asian Handicap minus 1 auf Manchester City gibt schon eine 1,4. Das ist natürlich auch nicht viel besser. Da ist es eigentlich sinnvoller, einfach nur auf den Sieg zu setzen und das zu kombinieren. Das ist, glaube ich, auch dein Ding. Theoretisch schon, aber auf der anderen Seite würde mich natürlich freuen, wenn wieder so ein kleines Wunder passieren würde. So Titel Brügge sehen und sterben wäre schon ganz geil. Witzigerweise habe ich auch hier die letzten Spiele mir mal angeschaut. Brügge, also nicht live gesehen, aber zumindest die Ergebnisse. Brügge ist seit 4 Gruppenspiele jetzt nicht verloren, 2 Siege, 2 Unentschieden. Und wäre doch ganz geil, wenn diese Serie noch weitergeht. Wir wissen, glaube ich, alle, dass City und Paris weiterkommen. Aber wenn das jetzt nochmal in die Zukunft verlagert wird und die Brüggerianer, keine Ahnung, das Wunder weiter aufrechterhalten, wäre ganz geil. Glaube ich natürlich nicht dran. Ja, und das ist auch zu gefährlich. Da ist dieses Asian Handicap fast schon zu schlecht, um drauf zu gehen, dass die mit nur einem Tor gegen Manchester City verlieren, das ist eine wäre eine dumme Wette, muss man sagen. Ja. Andersrum wäre es auch nicht so valuehaltig, auf Manchester City hier zu gehen. Also gehen wir weiter zum ersten Spiel mit deutscher Beteiligung. Dortmund zu Gast in Amsterdam. Der BVB hat sich ja jetzt wieder in der Saison von seiner guten Seite gezeigt in der Champions League. Beide Spiele ungefährdet, mehr oder weniger bestritten und gewonnen und auch Ajax fast noch in einer
besseren, ja, auf jeden Fall mit einem besseren Torverhältnis und hat jetzt auch Heimvorteil. Aber diese Quervergleiche hinken halt auch ein bisschen. Und ich denke, man hat auch am Wochenende wieder gesehen, was bei Dortmund bedeutet, wenn Haaland wieder dabei ist und wenn der jetzt auch in Amsterdam dabei ist, ist Dortmund zumindest nicht der 3,1 Außenseiter, würde ich jetzt sagen. Und vielleicht freuen wir uns auf ein torreiches Duell zwischen zwei sehr offensiv torfreudigen Mannschaften, aber da gibt es auch keine gute Quote drauf, wollte es nur mal abchecken. Und dann bleibt eigentlich nur noch das Asian Handicap auf Dortmund. Ja, beides richtig. Ich finde sogar über 3 Tore ganz gut, weil wenn du diese beiden Teams siehst, dann denkst du doch zuallererst an 2-2 oder 3-3. Beide haben ihre Stärken in der Offensive, auch wenn der BVB jetzt in der Champions League ganz gut verteidigt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich hier auch an, wie gesagt, an 2-2, 3-3. Ich sehe den BVB mindestens gleichwertig. Deshalb finde ich auch das Asian Handicap 0 auf Dortmund oder das X2, also plus 0,5 auf Dortmund, beides anspielbar ist. Ajax ist aber definitiv auch wiederum nicht der Außenseiter. Also wir haben hier eine klassische 50-50-Konstellation. Was mir bei dem Spiel so ein bisschen im Kopf ist, ich weiß nicht, ob ich das falsch habe, du hast da mehr Ahnung in der Historie, war es nicht so, dass der BVB vor allem früher Talente von Ajax auch verpflichtet hatte? Oder verwechsel ich das ein bisschen? Oder war das vielleicht Leverkusen oder alle anderen deutschen Teams? Auf ja. jeden Fall freue ich mich. Jetzt an keinen Holländer bei Dortmund erinnern, aber gut. Ja, wenn, dann ist es schon ewig her. Also auf jeden Fall freue ich mich auf das Spiel. Und wenn es hier nicht 2-2 oder 3-3 ausgeht, dann heißt es ja in Bayern so schön, dann soll mich der Blitz beim Scheißen treffen und mal gucken, was passiert. Ja, sehe ich ähnlich. Atletico gegen Liverpool, auch ein heißes Duell, aber man tendiert ja bei sowas immer leicht zu Liverpool. Die haben halt noch jede Menge Credit, auch dank Jürgen Klopps Ära dort. Und deswegen neige ich schon immer dazu, Liverpool zu favorisieren. Aber Atletico, ja, ist halt auch einfach eine todgefährliche Champions-League-Mannschaft und ist hier sicher nicht der krasse Außenseiter. Ich denke, dieses Spiel gab es ja erst vor wenigen Monaten, also in Hoch-Corona-Phase, kurz vor dem absoluten Lockdown. Und hat sich Atletico ja durchgesetzt vor 1,5 Jahren. Und vor allem ja, zu Hause halt auch immer stark. Und das gibt halt diese Quote absolut nicht her. Ähnliche Sache wie bei Dortmund gegen Amsterdam. Die zwei Teams, denke ich, werden sich neutralisieren. Beides kann passieren. Jeder kann gewinnen. Aber am Ende wird es ein 1-1 oder sogar 0-0 oder sowas in der Art. Und das ist ein Top-Unentschieden mit einer 3,45. Denke ich auch, könnten beide mit leben. Simeone und Klopp haben ja auch so ein bisschen Beef miteinander. Es gab ja dann auch sehr kritische Interviews von Klopp gegenüber Simeone. Spannend war, ich glaube, das war das letzte Spiel damals vor der Pandemie und das alles abgebrochen worden ist. Die Mittwochspiele damals wurden ja gar nicht mehr gespielt, sondern irgendwie sowas. Auf jeden Fall unentschieden, kann man machen, sollte man machen. Ich traue nichtsdestotrotz hier dem Kloppo zu, dass er noch seinen Leuten sagt, hey, gebt ihn jetzt mal so richtig auf den Sack und dann gewinnt ihr das. Die waren ja wirklich ein bisschen überzeugend in der Champions League, auch wenn es gegen Mailand, AC Mailand knapp gewesen ist, haben sie da dominiert in beiden Hälften und mit 9 Punkten wären sie dann auch schon 5 Punkte vor Madrid und mindestens 6 Punkte vor Mailand. Dann können sie eigentlich auch schon wieder das K.O.-Ticket buchen. Also ein spannendes Spiel, wo man ja Tendenz Liverpool schon zurecht haben kann. Nö. Aber klar, wie gesagt, alles kann passieren. Bei Porto gegen AC Mailand ebenfalls ein recht ausgeglichenes Spiel. Dass der AC Mailand hier letzter ist, ist auch nicht unbedingt fair, aber das ist auch eine richtig starke Gruppe. Und Porto, ja, die wurden halt zerlegt von Liverpool, aber haben immerhin gegen Atletico mitgehalten, während der AC Mailand hat beide Spiele knapp verloren hat, gegen ja auch zwei Top-Mannschaften. Zumindest Viertelfinal- oder sogar auch Halbfinalkandidaten, also mit Liverpool definitiv.
und auch Atletico natürlich nicht schlecht. Und von daher, auch in diesem Spiel kannst du eine Münze werfen und am Ende machst du damit nichts falsch, auf Unentschieden zu gehen. Also wer hier Porto stärker sieht, weiß ich auch nicht. Kaum zu erklären. Bei AC Mailand könnte man halt wieder das Asian Handicap 0, weil die eine höhere Quote haben, probieren und weil sie vielleicht noch Zlatan irgendwie in der Hinterhand haben, aber der Junge ist ja halt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ich habe dazu auch nicht mehr zu sagen. Inter Mailand gegen FC Sheriff Tiraspol. Jetzt kennt man das moldawische Team, glaube ich, nicht nur durch den Sieg im ersten Spiel, sondern dann auch durch ja, das famose Ding da in Madrid. Mal schauen, ob es jetzt noch weitergeht. Sie sind Gruppenerster, ne? Vielleicht sehen wir da auch noch mal ganz kurz die Gruppe. Führen mit 6 Punkten vor Real und ja, mit einem Punktgewinn in oder bei Inter Mailand, was jetzt nicht unrealistisch ist, denn die haben mal wieder gegen Shakhtar Donetsk 0-0 gespielt, können die wirklich in die K.O.-Phase kommen. Also das ist eine spannende Sache. Die Quote natürlich krass, wenn du da überlegst, du besiegst Donetsk und Real. Aber hier, glaube ich, wissen die Buchmacher mehr als wir, oder? Ja, das ist ja meistens so. Und man muss aber auch ehrlich gesagt keine Genie sein, um jetzt zu sagen, Inter Mailand ist zu Hause Favorit gegen Sheriff Tiraspol. Aber dann kann man auch argumentieren, dann hast du einfach die letzten beiden Spiele von Sheriff Tiraspol nicht gesehen. Und in dem Fall ist es krank, dass die eine 18er-Quote auf Sieg haben, aber dieses Asian Handicap halt nur innerhalb von 2 Toren irgendwie sich abspielt, sodass es auch nicht wirklich attraktiv ist. Da wäre es wirklich attraktiver, drauf zu setzen. Double Chance, die ja, 5er-Quote hier zu riskieren mit einer Fünftel-Einheit, dass man halt so ungefähr eine Einheit gewinnt, wenn das einläuft. Und Sheriff hier ein Unentschieden holt, was ja aufgrund der bisherigen Ergebnisse nicht aus der Luft gegriffen wäre. Aber andererseits, ja, geht man halt irgendwo auch davon aus, dass das halt einfach extreme Glücksfälle waren und zum dritten Mal wird sowas vielleicht nicht passieren und Inter gewinnt das natürlich zu Hause. Aber das dachte man ja gegen Donetsk oder gegen Real vor allem auch und dann lief es anders. Aber schwer auf einen Favoriten zu setzen, der einfach eine 1,18er-Quote hat und bisher nichts geliefert hat. Das ist ja der Punkt. Und Tiraspol, wie gesagt, Gruppenerster. Ja, auch da hast du alles gesagt. Jetzt bin ich dann mal eher gespannt, was beim Spiel passieren wird. Paris Saint-Germain gegen Rasenballsport Leipzig. Leipzig ist letzter in der Gruppe. Du hast es vorhin schon angesprochen, gegen Brügge verloren. Haushohe Niederlage gegen Manchester City. Und wenn sie jetzt nicht in Paris punkten, dann ist es doch eigentlich schon vorbei, oder? Also sie müssten jetzt auf jeden Fall in eins dieser beiden Spiele mindestens einen Unentschieden holen, damit die Euroleague noch drin ist. Für Paris könnte es jetzt auch aber mal Zeit sein, einen rauszuhauen. Leipzig hat fast 25 Tore in den letzten 5 Champions League Auswärtsspielen kassiert. Also das muss man erstmal schaffen. Auch noch spannend bei diesem Duell, sie spielen das 3. Jahr in Folge gegeneinander. Man hat vielleicht noch Erinnerungen, als die Champions League K.O.-Phase gewesen ist. Da hat sich ja Paris gegen Leipzig im Halbfinale durchgesetzt, da in diesem deutsch-französischen Quervergleich, Bayern-Lyon war es, glaube ich. Und ja, wenn Paris nicht gegen Leipzig ein halbes Dutzend voll macht, so ein Donut, sagt man ja im Tennis, ein 6-0 gibt, ein Bagel, eine Brille. Brille ist nicht möglich, das wäre 6-0, 6-0. Aber also, und die 1,5. Wissen wir was nicht? Setzt Paris vielleicht alle Spieler aus? Was ist das denn? Naja, auch die Ergebnisse von Paris waren halt einfach nicht überzeugend. Die haben jetzt gegen Manchester City verloren. Da konnte man fast irgendwie davon ausgehen. Und auf der anderen Seite haben sie gewonnen, meine ich. Aber ich meine, gegen Brügge nur ein 1-1. Also das spielt da wahrscheinlich mit rein. Und anders kann man es fast nicht erklären. Vielleicht auch die direkten Vergleiche, dass sie eben die letzten beiden Spiele gegen Leipzig immer nur mit einem Tor und ein Spiel sogar verloren haben. Trauen die Buchmacher Leipzig mehr zu als du? Ich denke jetzt auch, das müsste eine klare Sache für Paris werden, weil die Leipziger uns auch in der Bundesliga bisher nicht
oft gefallen haben. Jetzt auch wieder ein 1-1 gegen Freiburg. Okay, Freiburg ist die einzige Mannschaft, die noch nicht verloren hat, aber wenn du halt das Wort Titelfavorit oder zumindest Champions League-Kandidat in den Mund nimmst, dann darfst du gegen Freiburg eigentlich, ja, müsstest du punkten. Aber hat auch Dortmund nicht getan. Und ja, gut, aber auf der anderen Seite gewinnt Paris das. Entweder wir kombinieren Paris mit Manchester City. Hört sich nach einer todsicheren Sache an. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Und ich meine das jetzt auch gar nicht so böse gegenüber Leipzig, aber sie haben halt jetzt einfach überhaupt nichts, was gegen oder für sie spricht, besser gesagt. Und Paris muss mal einen raushauen. Wir haben das ja gegen Brügge erwartet, ist nicht passiert. Wir haben sie favorisiert gegen Manchester City, zumindest einer von uns. Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass es wieder nach unten geht, ne? Und diese Quote von 1,56, irgendwas wissen die Buchmacher. Da muss man, keiner von uns hätte doch hier Paris eine höhere Quote als 1,2 gegeben. Irgendwas ist da im Busch und wir werden es spätestens am Dienstag, also morgen sehen. Ja. Müssen wir die Aufstellung abwarten und dann die Wette platzieren, wie man das so kurz vorher noch macht. Vielleicht ist die Quote dann noch höher oder noch niedriger, wer weiß das schon. Aber ich bin auch kein Freund davon, das von einzelnen Spielern abhängig zu machen. Denn ich glaube, einzelne Spieler machen beim Fußball, selbst wenn es ein Messi oder noch irgendwer ist, nicht so einen krassen Unterschied und machen gleich aus einer Supermannschaft eine schlechte oder eine mittelmäßige. Und eine Supermannschaft bleibt auch dann eine Supermannschaft, außer Borussia Dortmund ohne Haaland. Das ist die einzige Ausnahme im Weltfußball, wo ein Spieler so viel ausmacht. Bei Schachtja Donetsk gegen Real Madrid ist es ja auch fast ein Verfolgerduell hier. Und natürlich geht man auch hier davon aus, dass Real jetzt nach dieser Niederlage gegen Tiraspol ja, wieder in die Spur kommt. Und Schachtja immerhin 0-0 gegen Inter einen Punkt zu Hause ergattert. Wird vielleicht auch gegen Real hinten die Schotten dicht machen, denn Tore schießen sie ja selber nicht, wie die beiden Ergebnisse hier zeigen. Mit 0-2 Toren hier auch der vierte in dieser Gruppe. Und im Endeffekt bin ich dann gespannt auf die Quoten und die sehen mit 1,6 Real als klaren Favoriten, aber ist eine gefährliche Quote, aber ist jetzt auch so ein Thema. Wenn Inter gegen Real spielt, haben wir immer gesagt, warum müssen wir jetzt vor Inter Angst haben als Real Madrid? Ähnliches Thema, warum sollten die jetzt vor Schachtja Donetsk Angst haben, nur weil sie jetzt auch mal in Tiraspol verloren haben? Also ich denke, ich sag's dir. Das passt schon. Ich sag's dir. Das ist ja auch wieder eine witzige Gruppe, denn drei der vier Teams waren ja letztes Jahr schon in der Gruppe. Real Madrid, Inter Mailand und Donetsk. Und Donetsk hatte letztes Jahr beide Spiele gegen Real gewonnen. Auswärts war es ein 3-2 und dann haben sie daheim auch noch gewonnen. Da kann ich mich nicht mehr an das Ergebnis erinnern, aber sie haben auf jeden Fall gewonnen, weil wir damals genau das Gleiche gedacht haben. Und das könnte jetzt aber wiederum dazu führen, dass diese Quote auf Madrid Value hat, weil ich sehe es ja auch so wie du. Die haben jetzt vor allem ihren Freischuss gegen Tiraspol gehabt und die wollen bestimmt sich nicht nochmal blamieren. Und Donetsk, auch wenn wir die natürlich jetzt nicht so gut kennen, können wir von den zwei Ergebnissen schon sagen, die sind anders gestrickt wie in den Jahren davor, weil die haben gegen Tiraspol nicht getroffen, gegen Mailand ist ja okay. Also kann man mitnehmen, den Sieg auf Real. Jo, und dann sind wir hier durch und wir sehen uns morgen wieder bei den Tipps zum Mittwoch, auch mit Bayern München, dann bei Benfica Lissabon. Aber vorher noch mal eine kurze Zusammenfassung dieser Wetten, die uns gut gefallen haben, dass Dortmund hier gegen Amsterdam unentschieden spielt, dass Atletico Liverpool, Porto, Mailand sind auch unentschieden Spiele. Dass Leipzig von Paris Saint-Germain so richtig vertrimmt wird wie ein Erstklässler von der Horde Viertklässler. Und ja, und dass halt Real Madrid die 1,6er-Quote gegen Donetsk nutzt. Und dann wollten wir noch quasi Paris mit Manchester City kombinieren. Real könnte man auch reinwerfen, aber das wäre dann zu viel des Guten. Und normal patzt natürlich Real auch wieder. Und jetzt drücken wir die Daumen. Hendrik, hoffentlich geht deine Wette auf. Viel Glück! Genau.